guten Morgen. Ich bin's, Katrin aus... Hallo, Mami. Oh, es ist ja noch früh, ne? Es ist ja noch früh. Guten Morgen. Ich bin's, Katrin aus der Region. Nochmal. Ich weiß gar nicht. Ich kann meinen Namen nicht mehr. Wer bin ich eigentlich? Und wenn ja, wie viele? Was mache ich eigentlich? Zwei Bier. Guten Morgen. Ich bin's, Katrin aus der Region Hannover. Heute Morgen ist was ganz Besonderes. Heute an diesem Sonntag ist Zeitumstellung. Und wir trainieren unsere Mädels schon seit 2 Tagen an die Zeitumstellung heran. Jeweils eine halbe Stunde haben wir die Fütterung verzehrt, damit sie langsam sich daran gewöhnen. Und wir Menschen, wir müssen abrupt das machen. Aber naja, wie es denn so ist. Auf jeden Fall stellen wir die Mädels ganz sachte um. Hier möchte ich euch mal zeigen, was wir in unsere Futtermischung reinpacken. Wir sind seit über 4 Jahren GVO-frei. Das bedeutet gentechnisch unverändert füttern wir. Hauptsächlich sind unsere Futterkomponenten hier die Maissilage, die wir selber anbauen. Davon frisst eine Kuh pro Tag 21 Kilo. Dann bekommen sie noch Stroh, Grassilage. Und dann haben wir hier in Pelletform, das ist Rapsschrot und Körnermais. Hier haben wir pelletierte Trockenschnitzel. Das sind Überbleibsel, die bei der Zuckerherstellung überbleiben. 500 Gramm Mineralfutter. Und dann bekommen Sie noch Körnermais in Pelletform. Und zu guter Letzt haben wir noch 18 Liter Wasser pro Kuh und Tag in der Ration, damit die kleinen Komponenten an den gröberen Komponenten dran kleben bleiben und sie immer ausreichend und gleich versorgt sind. Und wie das alles funktioniert, das zeige ich euch jetzt.